Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Sky ist am Start. Tja, willkommen im neuen Jahr. Das Jahr voller Glück und Harmonie und ach, leckt mich doch alle am Arsch. Hätte schon keinen Bock mehr auf das neue Jahr. Ernsthaft, ey. Warum, fragt ihr euch sicherlich nicht. So seht ihr wahrscheinlich einen feuchten Furz. Ich erzähl's euch trotzdem. Ah, ich hab da irgendwas in. Naja. Immer alles schön schwarz, das ist stahllos. Sie akzeptiert auch einfach mal, dass ich die scheiß Syntax haben will. Ja, warum? Das Spielejahr fängt gleich schon mal richtig beschissen an. Ich war zu Silvester bei einem Kumpel. Hab da ein bisschen gesuchtet mit ihm zusammen. War ganz cool. Und da habe ich auf der Cloud habe ich dann schön Minecraft-Stand gespeichert und gesagt, so komm, das bringe ich mal mit, dann können wir darauf mal suchen und mal ein bisschen was machen. Wir haben gesucht und gemacht und alter Schwede, hatte ich viel Eisen, Biatsch. Ja, komme ich nach Hause, ich dachte mir jetzt super, jetzt hast du Melonsamen, jetzt hast du Kakaobohnen, dann hast du da hinten kurz dir Lehm und baust da hinten diesen Leuchtturm endlich auf, dann kannst du mal richtig durchstarten, jetzt endlich mal auf der neuen Map. Ich habe eigentlich die scheiß Mine gefunden. Yippie, Schweinebacke. Schmeiß das Spiel von der Cloud auf meine Xbox. Was passiert? Spielstand fehlerhaft oder beschädigt. Möchten Sie jetzt das Spielstand löschen? Fickt euch! Boah! Ja, ich dann erstmal schön hier bei... hast nicht gesehen angerufen? In den Chat gelaufen hier bei... Ihr fickt euch, wie heißt denn das Arschloch da? Xbox... Hab dann einen Typen eine Strippe gehabt und hab gesagt, hier, pass auf, Kollege, so geht's nicht. Ja, kann ich nichts machen, sowas. Da hab ich gesagt, der hat was entwickelt, was nicht funktioniert. Da hab ich zu ihm gesagt, er soll mal zu den Programmierern gehen. Die sollen sich in eine Reihe aufstellen, dann soll er mal einmal durchlaufen mit der Handfläche nach außen zeigen und immer schön über die Backen. Leute, man kann doch nicht etwas entwickeln, was irgendwie scheiße ist. Es geht nicht. Fick der Huren, scheiße hier, genug gelabert, wir starten jetzt hier Panama 1989. Commander Mason für Sergeant Woods. Schon gut, Kleiner. Alles okay. Was hat dich aufgehalten? Ich dachte schon, du würdest das nicht schaffen. Was zum Teufel habe ich da gemacht? Hör zu. Tote leiden nicht mehr. Darum sind du und ich noch hier. Du leidest mit mir. Er hat einen Plan für dich, Kleiner. Er arbeitet daran seit 30 Jahren und zählt darauf, dass du ihn holen kommst. Warte mal. Frank, du weißt etwas? Dieser Anhänger damals, nach deinem Anruf, war er weg. Meinst du, ihm sind Beine gewachsen und er ist weggelaufen? Dieser Kerl, er kennt jeden Schachzug. Jeden Schritt, den du machst, er tötet einfach 20, 30 Millionen. Als würde sie das zurückbringen. Es geht um seine Schwester. Er tötete meinen Vater, damit er dich... Er kennt keine sauberen Schüsse, es muss... Hey! Was ist passiert in Panama? Ich war ziemlich sicher, wir hatten ihn in Nicaragua. Ein Jahr später erscheint er in Panama mit diesem Penner Noriega. Das ist zu viel für die CIA. Die Befehle kamen von George H.W. für eine Entführungsaktion. Und dein Dad und ich gingen rein. Was für eine Scheißshow. Die Synchro richtig geil. Die Gesichtsanimation hätte noch ein bisschen besser sein müssen. Alright, Bitch. Woods. Schön, dich zu sehen, Frank. Ich auch, Alex. Einfach nur mit dem verfickten Panzer. Nach hinten. Sie ist total sauer. Familie? Ich dachte, das geht um morgen. Verlassene Land, du uns als nächstes schleppst. Das reicht einfach nicht, Mark.
Wir sollten das schnell erledigen. Schon ein stinksauer. Komm schon, Frank. Die ist ja stinksauer, die alte Schlamme da. Hey, yo, was geht ab? Hast du alles? Ja, schnapp dir die Sporttasche im Schuppen. Okay. Ja, krieg ich kein Bier, du Arsch! Fick dich. Ich trinke eh keinen Alkohol. Der Freitag. Du hast dir nichts von der Invasion erzählt, oder? Nein, aber anscheinend war ich der Einzige. Sie hat es von Jacobs Frau erfahren. Und Steves und Bills. Weißt du, wie ich jetzt dastehe? Warum bringen wir diesen Typen nicht einfach um? Ha? Nach dieser Scheiße in Nicaragua. Die höheren Stellen haben genug von ihm. Wollen ihn aber lebend. Das klingt nicht richtig. Okay. Manuel Noriega. Ab jetzt heißt er Ziel falscher Profit. Es geht um eine Standard-Schmutzkampagne. Seinen Ruf zerstören und das Risiko von Aufständen in seinem Namen reduzieren. Die Invasion wird die Aufmerksamkeit ablenken, wenn wir mit den Navy Seals reingehen. Dann haben wir wohl alles. Yep. Kommt, ich bringe euch raus. Danke für das. Sind das Drogen? Die laufen da wie coole Kumpels, weißt du, ich bin das Arschloch im dritten. Fallakten anzusehen. Das dritte Rad am Motorrad. War das Gehirnwäsche der Sowjets? Wir haben es jedenfalls versucht. Was ist das denn? Und jetzt? Corre! Wir haben keine Zeit. Ja, was soll ich denn machen? Amerika! Verdammt! Nur Kinder mit Neid. Sie sind es nicht wert. Du hast recht. Willkommen in Panama, Jungs. Gringos. Die Mission war gut, die Planung gut. Der einzige fehlerhafte Teil war Hudson, am Funk als Leiter der Nummer. Etwas war komisch, schon beim Weg rein. Hab's gefühlt. Es nagte die ganze Zeit an mir. Hab's noch nicht gesehen. Hudson, hier Mesh. Die Bombardierung hat verfrüht angefangen. Willst du uns was sagen? 10 Sekunden. Hudson, hörst du mich? Wir machen weiter wie geplant. Was ist eigentlich aus dieser Psyche? Der hat doch jemanden, diesen Toten hat er doch im Wasser hat noch aus der Wüste gerettet. Er hat ihm Wasser gegeben. Was ist mit dem passiert? Der war eigentlich auch schon vorher tot. Hier Menschen, wir sind drin. SEAL Teams sichern das Flugfeld und das Hauptquartier, um falscher Profit an der Flucht zu hindern. Ich überwache alles von Gebäude 12 abseits des Kampfgebietes. Hat Hudson den Plan verworfen? Also mir hat er nichts davon gesagt. Viel Glück, Mason. Midnight endet. Ausschalten, Watson. Ausschalten, Watson. Psst. Leitsignal! Man sagt ja, wenn du ein Problem nicht lösen kannst, löst du dich von dem Problem. Fickt euch! Ah! Okay, cool. Ich habe mal wieder keine Ahnung, warum wir hier am Ballern sind. Blä, wir wollen irgendjemanden holen. Den wir eigentlich getötet haben, aber jetzt schon wieder am Leben sind. Und wie viele Leute sind denn jetzt mal am Leben, wenn sie tot sind? Ich dachte, wir spielen hier Black Ops und nicht Zombie-Apocalypse oder so ein Scheiß. Fehlt nur noch, dass hier eine Blondine mit Kettensägen-Strapsen durch die Gegend läuft und alles niedermäht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Vor allem, was sind das jetzt schon wieder für Spacken, gegen die wir hier kämpfen müssen? Wir haben es ja immer gegen Zivis zu tun, das ist doch langweilig. Bullshit, versuchen die abzuhauen. Läuft nie gut. So, lebst du noch, du Arsch? Aua! Junge, ich hab grad eiskalt deinen Kollegen da niedergestreckt, da kannst du dich einfach vom Rücken hier kommen mäßig, Arschloch. Okay. Das Jahr fängt gut an mit Flüchen. Ich bin in Position auf Gebäude 12.
Einheiten sind auf dem gesamten Flugfeld in Stellung. Gold läuft in eine Falle. Ich habe versucht, sie zu warnen, aber der Funk spielt verrückt. Sind auf dem Weg, Flächenhändler. Was ist mit falscher Profit? Warten auf Hudson's, okay. Die CIA beobachtet jeden Schritt. Für Unterstützung. Feuer einstellen, solange sie das Dach nicht schaffen. Beschuss! Ich gebe Deckung! Nice! Vor allem die Seers! Seid ihr in alle? Bam! Bam! Leuchtteam hier Mesh! Das Dach ist sauber! Und wo snipt denn der? Hier von da oder von da? Keine Ahnung. Gehen wir zusammen? Folge! Hi, Folge! Wie geht's dir? Fuck you all! Noscope? Nein! Noscope? Nein! Noscope? Nein! Noscope? Nein! Noscope? Ja! Noscope? Nein. Aua! Aua! Ich find's nur geil, dass sie sich nur um mich kümmern, die Schweine. Ey, die kümmern... Da laufen 50.000 dieser verfickten NPCs rum. Und wen ballern die Schweine ab? Hier jetzt Bullshit-TV on the wind. Stirb! 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 Läuft den hier, Mason! Ich hab's da gemacht, du Arsch!